So, kommt der Wandeltod jetzt mal noch. Wir sind sehr beschäftigt heute. Okay. Zehn, neun, acht, sieben, sieben, sechs. Nein, ich habe Trank keinen. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, Leute. Warte mal hier. Ja, sie... Mein Gott, viele Beine hat. Das sieht beeindruckend aus. So, jetzt mal gucken, wie das Spiel nochmal funktioniert. Ja, irgendwie schon. Aber mit so vielen Leuten wird das schon klappen, ne? Auch wenn er ja 15 Balken hat. Geblieben. Das erste Mal, dass er gegen so einen großen... das macht der da. Ich mach euch alle hoch, Leute. Mit meinem Schrei. Was ist das denn? Aha. Oh Gott, das tut Mannschaften. irgendjemand wiederbleiben. Ich wollte einfach so durchdüsen. Ja, ich auch. Ich habe dasselbe gemacht. Aber das hat nicht funktioniert. Warte, ich habe. Wo bist du? Ich bin hier. Bist du da? Ja. Oh Gott, ey. Okay. Ich wollte einfach rutschen. Ja, ich wollte auch da durch. Das hat nicht funktioniert, ey. Okay. Gut, jetzt wissen wir, Strahl nicht schön. Am besten davon fernhalten. Okay, ich glaube, wir müssen uns sogar echt anstrengen machen. Oh, oh. Pass auf. Ja, wie weicht man das dem aus? Ich will einfach nur laufen. Oh Gott! Keine Angst, Leute, ich belebe euch alle wieder. Aua. Keine Angst, Leute. Oh Gott, was ist das? Ich bin noch nicht bereit. Hey, das ist mein Boss, ey, ganz ehrlich. Ja. Können ja eigentlich auf dem Pferd drauf gehen, ne? Ich hab das im Kampf. Oh Gott, ich bin ja raus. Nein! 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 Finger weg, ich belebe den wieder. Das ist meiner. Nein, pass auf, der kommt schon wieder. Ja, aber du kannst dich auch bereiten. Noch schneller! Ah, ich bin so schnell! Ich kann nicht so schnell! Alter! Keine Sorge. Oh mein Gott! Das stand aber nicht so im Vertrag. Oh Gott, geh weg! Stand genau da drin. Oh Gott. Aber du kannst aus der Reichweite davon gehen, okay. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Ich bin da tot, ne? Ich bin so irgendwann okay, diese muss ich bloß nicht im Gefängnis treffen, die explodieren nach einer Zeit. Du machst so Knochengefängnisse. Ja. Oh Gott. Okay, es wird immer schlimmer hier. So. Ich raste aus. Okay, Lilith ist fünf dagegen. Ja, irgendwie schon, ne? Oh nein, ich bin tot. Geh da bloß raus, da explodiert alles da drin. Ah, einfach drauf.
immer drauf, Leute. Ja, jetzt gleich dabei. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Ey. Trophäe. Erfolg, Erfolg. Alter, 55G. Das ist ja eine große Truhe, was? Okay, sehr viel legendäres Zeug. Auf dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Okay, ich war scheiße. Das weiß ich zu schätzen. Ey, der hat meine Stimme, der Pisser. Hm. Brutal. Gefällt mir. Was? Boah. Bin ich aufgestiegen oder so? Ich habe einen Paragon-Punkt gekriegt. Nach 6 Waffenwechsel. Aber die Rüstung ist so viel stärker als was ich jetzt habe. Ich habe eine legendäre Truhe gekriegt. Ja, ich auch. Ich nehme an, wenn du die öffnest, dann kommt da Zeugs raus. Ja. Ja, okay. Albtraum. Ich habe ein legendäres heiliges Schwert gekriegt, ey. Was habe ich dann bekommen? Boah, ist das. Hammer der Uhr an, habe ich nicht. Verdammt. Ich habe ein Albtraum-Siegel gekriegt. Verbotene Stadt. Ja. Ich habe auch irgendwas bekommen. Grabstätte der Verleugneten habe ich, glaube ich, bekommen gerade. Das ist Level 15. Okay, der Brustschutz ist scheiße. Die Lichtwacht. Aasfelder Albtraum-Siegel. Aber ist Level 21. Und wir wissen ja, wie das mit Level 20 an Dingern so gerade abläuft. Okay. Boah, diese Rüstung ist so viel stärker als was ich jetzt hab. Oh Gott, das ist so viel stärker, das Amulett, das ich hier gerade habe. Ich rüste das jetzt aus. So. Ich neuen meine Dienst, Stadt. Ja. Ja, ganz ehrlich sein, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so schwierig wird. Ich habe mir irgendwie so was vorgestellt wie in Elder Scrolls mit den Ankern. Wir gehen da einfach rein, wir hauen, weil wir halt so viele Spieler sind, hauen wir den einfach mal kurz weg, ne? Ja, der hat uns ganz schön weggehauen, oder? Ja. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang soll, ey. Den Paragon, ey. Ich gehe mal nach Kyobashat. Ich glaube, wir haben wieder genug Punkte hier für so eine. Für den Baum hier, ne? Ja, ich habe 11 von 10. Wo steht denn das? Naja, wenn du die Karte öffnest, unten. Ja, habe ich auch, okay. Schmiedekunst. Dann gehen wir mal da ein, weil die Belohnung. Lass mal zu dem Baum gehen. Nach 6 Waffenwechsel, 6 Stehlungen. Aber neue Rüstung, ja damit. Ich weiß auch, warum ich den einmal den Strahl, weil ich scheiße so ein. Das ist ziemlich clever, diese komischen Wirbel, die da waren, die verlangsamen einen. Ja. Wurde erst von so einem Wirbel getroffen und dann war ich nicht mehr schnell genug, den riesigen Laserstrahlen da auszuweichen. Seid gesegnet. Noch etwas? Reiset den Vater. Ich mache genau denselben Scheiß. Wir versuchen durch den Scheiß da durch zu dodgen. Ja, ich dachte, ich habe so Unverwundbarkeit, Frames oder irgendwie. Ja, habe ich auch gedacht, ey. Das ist aber normalerweise in Spielen so, ne? Also. Dafür sind doch diese Dinger da, diese Ausweichrollen. Aber nein, ich habe voll einen Strahl ins Gesicht bekommen, dann war ich doch. Hab voll weh getan. Und einmal hat irgendwie so ein Strahl so direkt in mich reingefeuert. Keine Sorge, ich weich das aus. Voll ins Gesicht. So, ich gehe schon mal zu dem Baum. Wenn ich wüsste, wo der nochmal war, irgendwo oben, oder? Kommen wir nur so vor, oder sind. Warum sind hier einige Sachen so ausgegraut? Das sind alles so Sachen mit grausigen Gaben, sehe ich gerade. Aber keine mehr einsammeln können oder so, weil wir 11 Stück haben von 10. Gute Frage, ne? Boah, wo ist denn der Baum nochmal? Ist ja eigentlich, wo ist denn das Ding jetzt? Ich habe jetzt hier einen Abtrunk gekriegt. Das. Wir müssen da unser Zeug eintauschen. Da ist schon wieder der Blutgetränk, der fällt, den haben wir doch erst gemacht. Ja. Gewölbe. Boden der Stadt, ist das nicht? Da ist er, mein Gott. Sogar sein eigenes Symbol und so. Oh, wer ist er denn? Flugflug des Abtrünnigen habe ich. Das kenne ich gar nicht, der Name. Der sagt mir nichts.
Ich habe, lass mich mal kurz gucken, Grabstätte der Verleugneten und Aasfelder. Grabstätte der Verleugneten und Aasfelder. Ich mal nachgucken. Aasfelder, Grabstätte der Verleugneten. Aber das ist aber 21. Trockenstäbe. Ja, weniger die Schwierigkeit der Gegner, sondern Trockenstäbe. Das war einfach ein blödes Gimmick, ganz ehrlich, hier, der letzte Dungeon. Hm. Du überlebst den komischen Blitz, aber ich scheine den nicht zu überleben. Lass mal die Dinger finden. Ich wünsche, man könnte die erstmal nachgucken, wo die sind, bevor man die annimmt. Oder die könnten uns irgendwie sagen, oh, hier war der schon mal drin. So, da ist der Final-Dungeon. 70. Oder gerade nicht. Warum ist das gelb? Bist du da drin? Hier beim Okkultisten noch, du. Okay, ich habe da so ein gelbes Zeichen, oder hast du halt markiert? Hast du irgendwelche Freunde, die ich nicht, von denen ich wissen sollte, Daniel? Nee. Nein. Nein. Tja, ich geh mal zum Baum erstmal. Ich komme ja sofort. Ja, ich habe so gelbe Symbole ja in einigen Dungeons, so als wäre da irgendwie was markiert oder so. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe ein paar, die ich nicht mehr brauche. Nein, ich wollte da nicht rein. Ich wusste nicht, dass das ein Eingang war. Lass mich raus, lass mich raus. Das Problem kenne ich überhaupt nicht, Daniel. Wer ist er denn schon wieder? Wir sind diese ganzen Leute heute in den Ladebildschirmen, die kenne ich nicht. Es ist getan. So, was haben wir in der Beinschützersammlung, Panzerhandschuhsammlung und Einhandwaffensammlung. Aber die sind alle. Ja, ich komm. Normalerweise sind die auch ein paar andere Farben oder so für seltenere Sachen. Einhandwaffen, bitte. Labe dich, Lamm, Lamm. Stiefelsammlung, Einhandwaffen. Level up davon bekommen. Also so viele Sachen. Sammlung ist mir eigentlich das egal. Nichts bekommen. Nichts was. Ich will mich laben. Laben, laben. Ja, ich habe jetzt irgendwie nichts gekriegt, was? Ja, du kriegst so eine Truhe, die musst du öffnen. Also ja. Oh Gott, was kommt denn da alles raus, ey? Yay, die Lichtwacht Altrom-Siegel. Im Latte weniger Schaden, nicht Gegner in der Nähe, plus 10 Sterne. Geschwärzte Femur, geh weg da, ich will das nicht aufsammeln. Ah, geh weg! Ach, die Level 21 Dinger können wir auch gar nicht machen. Müssen wir das Weltstufe 4 freischalten. Okay, das ist ein Halbtraum-Siegel Stufe 15. Zuflucht des Abtrünnigen. Ich bin noch nicht. Ja, habe ich auch, glaube ich. Welche Stufe? Ich glaube auch Level 15. Ich habe Stufe 19. Aber ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Der Name sagt mir irgendwie nichts. Zuflucht der Abtrünnigen in Kirgistan. Der Name sagt mir nur nichts, das ist alles. Zuflucht der Abtrünnigen. Halle der Verdammten. Verhallenes Echo. Eingeschütztes Gewölbe. Shiva-Ruin. Grabstätte der Verleugneten. Gesunkene Bibliothek. Kathedrale. Zufucht der Abtrünnigen. Ja. Nee, haben wir noch nicht. Ah, okay. Kannst du auch schon mal aktivieren dann. Deines Level 19, ne? Ja, ja. So. Ist zwar nichts für uns, was wir danach aspektmäßig freischalten, aber was soll's. Ja. Du fünf das Abtrünnigen. Nehmen. Dann nehme ich das mal an.
Ich wollte noch hier so ein paar Nebenquests kurz machen, damit wir hier noch. Ja, können wir machen. Ich habe das nur schon mal aktiviert. Bei Trockenstäbe brauchen wir auch nicht mehr viel. Dann können wir wieder 4 Paragoni-Neon-Punkte. Dann machen wir das mal. Da müssen wir voll weit weggehen. Aber wenn wir so einen Weltboss sehen, kann man ja mal machen, ne? Das war lustig. Jetzt haben wir ein paar Grundpunkt gekriegt. Was zum Teufel? Nein, ich habe keine Hose an. Ja, das war ganz witzig. So, nein, ich will mich nicht. Ich will auch trinken. So. Wenn du was trinken willst, aber du setzt dich aus Versehen hin. So, ich habe die Quest Zorn gegen das Schicksal mal angenommen. Was? Sprech mit Erlda beim Fingen des Kranichstamms. Also, und auch vielleicht ein bisschen Englisch da reingepackt. Aber wir wollen mal kritisiert unter einem unserer Parts. Ja. Dass wir nur Albtraum-Dungeons machen sollten, anstatt sie so normal. Okay. Um Aspekte freizuschalten, was ja irgendwie keinen Sinn macht, weil wir können ja nicht beeinflussen, was für welche wir bekommen. Ne? Also wenn wir irgendwie ein bestimmtes Aspekt irgendwie wollen, dann müssen wir ja irgendwie die so normal spielen. Ne? Ja, irgendwie schon. Deswegen habe ich das nicht so verstanden. Warum kann ich jetzt nicht zu dir reisen? Und eindeutig sind wir noch Anfänger, was dieses Spiel angeht. Was? Ich dachte eigentlich, das wäre offensichtlich so. Hat er gesagt oder was? Ja, ja, irgendwie so weit. Weiß nicht, wo. Letzten 10 Part oder der 10. Part irgendwie davor, irgendwie so. So, was für eine Quest hast du jetzt da wieder angenommen? Ich habe angenommen Zorn gegen das Schicksal. Wo ist denn das? In Trockenstäbe. Wo hast du die Quest angenommen, du Klon? Wo ich die angenommen? Ich hatte die schon. Ach so, okay. Das eine, die wir noch haben anscheinend. Also ich habe die jedenfalls. Ich weiß nicht, ob du die wieder hast. ja, habe ich. Was du wieder von Abenteuer lebst und so, ne? Ganz ruhig, Daniel. Zorn gegen das Schicksal habe ich. Ja. Ja, das ist das. Mach mal die Trockenstäbe hier noch platt. Ich weiß nicht, ob wir genug Punkte kriegen. Ich glaube nicht. Ja, wir können ja schon mal drauf hinarbeiten. Wir reiten noch mal schnell R2. Ich habe beinahe schon wieder hier abgesprungen von meinem Pferd. Aber ein bisschen langsam hier rum. Vielleicht ja später noch irgendwie so ein Altar. Den. Ich habe gehört, Leute gucken einfach irgendwie, die gucken dann einfach online nach, so holen sich einfach eine Karte und gucken dann nach. Wir suchten auch danach wieder. Er ruiniert doch den ganzen Spaß. Was ist denn da ein Spaß, blöd in der Gegend rumzusuchen? Elder, hey Elder. Sich dem Stamm im Geiste und mit Speeren an. Ihr Blut erinnert uns an den Wert unseres eigenen. Nein, die Toten schließen sich mir an. Die Kannibalen glauben, dass man Stärke findet. Wenn ich beflecke alle Opfer. Schon wieder die Kannibalen. Kann nie dem Willen vieler ebenbürtig sein. Der Kranichstamm wird sich mit ihnen an ihrem Essensplatz treffen. Doch. Und Fleisch gegen Fleisch. Der Bärenstamm ist besser. Weil, nee, was finde ich nochmal? Ochsenstamm? Der Ochsenstamm, du Analphabet. Mein Stamm ist besser, ist worauf ich hinaus. Der Daniel, der führt für ein ganz anderes Team. Der Eichhörnchenstamm ruled. Was ist denn das denn her? What? Was soll ich denn damit? Ich weiß nicht, was W2C ist. What? Ich weiß doch nicht, was das ist. Ich brauch das auch nicht. Schmeiß das weg. Oder gibt das dem Kerl?
Ja, ich auch nicht. Das ist ein PlayStation-Spiel. Was soll ich damit? Das war gerade meine Mutter. Okay. What? Weil nämlich die kam mir gerade hier mit so einer Disc an, da steht W2C drauf, PS4. Ah. FIR. Ich habe keine Ahnung, was das ist. W-Teil 2, Generations. Kennst du das? Nö, ich habe da gerade gegoogelt. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist, ey. Damit ich sehe mal, was ihr da redet. Damit ich mich auch, damit ich auch involviert fühle. Daniel führt ein Gespräch mit meiner Mutter, obwohl die den gar nicht hören kann. Alles klar. Truhe. Etwo. Beutel mit... Okay, ich habe eine Quest gefunden in der Truhe. Beutel mit alten Münzen. Das wird nie enden. Währung aus der Ferne. Ich sehe es auch. Da steht Beutel mit allen Münzen. Mit alten Münzen. Ja, alten Münzen. Was ist das? Was ist das? Phasengar Sibbeldorip. Okay, ich muss zugeben, das verwirrt mich. Das bringt mich ins Grübeln. Aber ich gehe trotzdem. Du bist nicht mein Papa. Guck mal, blutgetränkter Fels, da waren wir letztens. Ja. So, oh, was ist denn hier los? Boah. Ey, yo. Wir sind jetzt schon wieder reingeraten. Ah. Wir sind ja schon wieder in diese Situation gelandet. Autsch. Ich stürze einfach nur Explosionen um mich herum. Hier ist irgendwas. Gefangenes Opfer. Keine Sorge, es ist sicher. Rennen. Ich habe nicht genug Wut. Werdet ihr mir helfen, Fremder? Keine Sorge, Alter. Wenn nein, da sind nicht so viele Gegner. Ohne euch hätte ich nicht damit genau in die Arme der Gegner reinrennen. Ja. Ihr habt mich gerettet. Nein, was ist denn? Nein. Sag bitte. Ja, mach das für mich auch. Vielen Dank. So, war eh der Platz. Ich raste mal kurz aus. Jetzt sehen wir das hier ein. Oh, 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 ganz ruhig. Nur noch einen Edelstein bekommen. Zwei legendäre heilige Sachen hier. Boah, ich hab nur Steine bekommen. Und das eine ist ein Schwert, gell? Ist ja riesig. Dann gehen wir mal hier rein. Wo ist das? Elende Senke. Oh Gott. Ich brauche mehr Wut. Okay. Boom. Hm. Ah, der Gehörnte. Das bin ich. So, in eher hier reingekommen. Ich bin noch eher als du hier reingekommen. Ich wollte gerade auch sagen, die kommen wie vor uns hier hin. Die haben sich hier reingeschlichen, während wir das Event gemacht haben. Wir uns nie wieder von der Angst besiegen lassen. Jetzt bin ich bei wer, redet die jetzt von uns oder von denen? Weil die Bastarde gesagt hat. Aber ich glaube, die meint uns, ey. Ich sehe schon, wie der Daniel einfach nur auf eine Wand an. Ich bin auch nicht bereit. Die war mir im Weg. Ganz toll, ey. Wenn der Daniel vor der Tür steht, statt die aufzumachen, fängt er an, sie zu verprügeln. Alles frei.
Das ist alles, was ich gesagt habe. So viele Kannibalen, aber kein einziges Rückgrat. Ich frage mich, ob jetzt hier irgendein großes böses Viech kommt. Warte mal, die Schnauze halten. Ich hab schon so einen Typen, der die ganze Zeit schreit. Ey. Ich weiß hier gar nicht, wer Feind ist und wer nicht, ey. Sag mal, leben Kannibalen irgendwie an der Decke oder so? Ich trage aber kein Schwert. Oder? Ich bin Sprung gestorben, ey. Ich hab nur ein Paddel. Ich bin noch nicht bereit. Joink, joink, joink. Joink. Boah. Oh, hab ich ausgeschleppt. Oh, hier geht so viel vor, ich sehe gar nicht, wer ist. Ja. Ah, Schnauze, meine Fresse, ey. Ich hab schon so einen schreiwütigen Typen hier in der Gruppe, ey. Das ist auch alles, was du brauchst. Ja, sterb woanders, verdammt nochmal, ey. Ja, wir haben eine Menge Ehre, wir haben lauter Leute abgeschlachtet. Was, die wollen die Ältesten aufspießen? Oh, der eine Typ hinter mir bewegt die ganze Zeit sein Speer durch mich durch. Pass auf mit dem Teil, Mann. Er weiß, wo er schon überall war. Okay, ja, schnell. Na gut. Dann. Ah, genau, ich vergesse die ganze Zeit, wir können auch Edelsteine in unsere Rüstung packen. Ja, ja. Könnten wir eigentlich noch stärker sein, als wir eigentlich sind, ey. Ja, wollte ich noch vorhin machen. Aber, ja. Und dann habe ich auch weniger danach. Was war das denn jetzt für ein sinnloser Mord, ey? Keiner meiner Morde ist sinnlos. So. Gott, verdammt nochmal, ey. Warum sind unsere Charaktere immer so unsortiert? Ich verstehe es einfach nicht, ey. Ja, die Realität. Ja. Ja, ist doch immer derselbe Scheiß, ey. Ich spiel nie irgendwelche normalen Charaktere, ey. Wir sind solche Freaks. Ja, irgendwie schon, ey. Meine Fresse, ey. Das hat schon in Star Wars angefangen, ey. Und das ging in Elder Scrolls auch nicht besser. Ich will doch nur ein normales Abenteuer leben. Ja. Die Verzweiflung in der Stimme gerade. Ja, ich weiß, oh mein Gott, wir sind solche Freaks. Ist doch wahr, ey. Ich meine, immer ist irgendwas bei uns, ey. Unsere Charaktere sind nie irgendwie normal. Von normal gibt es sehr viele Definitionen, ey. So, irgendwie muss ich... Irgendwie habe ich hier einen Typen. Ja, ja, Gesur. Schmelztiegel der Würdigkeit. Nein, hier oben. Das kann ich hier oben nicht tun. Ja, ich komme schon. Grüße. Hi. Wir haben den Beutel voller alten Münzen gefunden. Hier sind so viele verschiedene Münzen. Vielleicht ganz haben toll. Sie einen Händler aus Cat Bardo gehört. Ich gebe Ihnen einen Ehrenplatz zum Gedenken an diesen gefallenen Reisenden. Ich gebe Ihnen einen Ehrenplatz in meinen Beutel. Okay, okay, das ging schnell. Oh, ich dachte, da wäre die andere Quest gewesen. Na, egal. Drüber Kristall, Eisenaxt. Oh, ich habe mir gar nicht den Stream von Daniel angeguckt, nein. No. Ja, normalerweise schaue ich wenigstens eh immer mal. Aber mir war nicht danach, irgendwie vom Bett aufzustehen.
wann habe ich gestreamt? Am Mittwoch, ne? Ja. Da wo du gerade krank warst, geworden bist. Ja. 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 Da war mir irgendwie nicht danach. Aber meine Streams sind doch die Heilung. Mein Content. Ich wusste, dass jetzt so weit kommt, ey. Selbst wenn du vom Toten bist. So, ab nach da. Die sind meine Leben. Ah, was guckt ihr in einem Fenster? Ich hab meinen Nachbarn gegenüber dem Fernseher. Okay. Was gucken wir denn da? Sieht aus wie Nachrichten. Langweilig. Bist du ein Voyeur oder so? Was machst du da? Ich sehe dem Daniel den Jungs nur noch mit dem Fernglas da gucken. Irgendwelche Fernsehsendungen, die er sich auch selber ansieht. Aber das macht nicht so viel Spaß, wenn ich mir das selber angucke. Ich habe irgendwo einen Fern. Natürlich ist ja auch noch eine Quest. Hunger nach einem neuen. Ich glaube, ich hatte dir das damals gezeigt, ne? Oder empfohlen mit dem Groove of the Manhor hier, Lustsaurus wie Brontosaurus, ja, genau. Ja, ja. So, hier schon direkt eine neue Quest. Hier, Hunger nach einem neuen Leben. Ja, warte mal, ich bin auch nicht mal in deiner Nähe. Wo bist du denn schon wieder hier? Ich bin in Giranda, nee, Farobro. Farobra. Ja, cool. In der Trockenstäbe immer noch. Ja, wenn wir jetzt, wir haben alle Wegpunkte, wir haben alle Stützpunkte, wir haben alle entdeckte Gebiete. Da bist du. Huha. Auf und davon. Schon jemand nimmt Not. Auf und davon. Auf. Solaria? Ja, ich bin aus Gul'ran. Ihr seid aus Gul'ran. Was sind denn für Probleme? Lasst mich. Seid ihr wohl auf? Kennen wir die? Das kenne ich. Aber heute ist sie einfach. Ich auch. Daniel, zeig dir mal deinen Knüppel. Ich habe eine Idee, wie ich sie beruhigen könnte, aber. Hör auf zu leiden oder du kriegst noch mehr Schmerzen. Vielleicht könnt ihr helfen. Ich habe einen Vorrat mit exotischen Heilkräutern in einem Versteck deponiert, in den Höhlen nordwestlich von hier. Den Tee daraus mochte Oyun immer am liebsten. Vielleicht könnt ihr Lust helfen, sie zu entspannen. Ernsthaft? Sollte ihren Magen beruhigen. Wir sollen für die Tee besorgen. Nehmt das, füllt es mit den Kräutern, wenn es gibt dämonische Rituale und Blutrituale und all so was Zeug. Jetzt. Ich werde mal an, ausnahmsweise eine normale Lösung hier anstreben mit ein bisschen Tee. Ja. Keine Angst, Daniel, das wird bestimmt wieder irgendeine Verschwörung. Nachdem die da trinken, verwandelt die sich in irgendwas oder so. Ja, okay. Oder wir verwandeln uns, keine Ahnung. Wird ja wieder normalisiert, genau. Ja, das ist sogar beides so ein bisschen in der Nähe. Ich glaube nicht, dass der Geduft die beruhigen sollte, der Geschmack sollte die beruhigen. Aus dem Weg, ihr Socks! Irgendwas? Nein, okay. Gott. Okay, der erste ist hier irgendwo. Infizierte Senke. Ich weiß nicht, ob da die Quest gerade war, die wir angenommen haben, aber irgendwas ist hier. Charakter im Tarnmodus. Ja, ich glaube, Jäger hat sowas, ne? Ja. Ich habe den nur auf Level 5 oder 6 gemacht. Ich habe noch nicht weitergespielt. Ich dachte, ich war hat schon vielleicht 10 oder 15. Nee. Sie für Final Fantasy 16, Daniel. Ja. Ich habe nicht genug. Irgendwann geht's weiter. Kampf gegen Vader, der hat es aber in sich gehabt. Ey. Ja, ist einer von den schwierigeren Kämpfen, wie gesagt. Ja, ja, wäre auch ein bisschen enttäuschend, wenn nicht. Ne? Also eine Kombo von ihm und ich war weg immer.
Leute, die sich beschweren, weil, weiß ich nicht, es hier ein bisschen zu stark gegen Wälder war. Okay. Warte, in der Katze ja, war es, hier ist, ah, jetzt, ich meine jetzt nicht vom Schwierigkeitsgrad, aber hier ist eigentlich eine Nullnummer im Vergleich. Die sollte nicht in der Lage sein, den überhaupt zu verletzen. Vader ist jetzt nicht so direkt eine Person, die irgendwie, weiß ich nicht, Schaden aus dem Weg geht oder so, der tankt mehr, also von daher. Ich meine, so. Es stört einige, dass der danach weggerumpelt ist nach dem Kampf, ja, also hier sollte nicht in der Lage sein, den so zu verletzen. Ich meine, dies kein Obi-Wan Kenobi oder kein. Ach. Ja, das war der da vorne alles gemacht hat. Vielleicht hat er sich schon ein bisschen ausgetobt davor. Ich muss warten. Ja. Was wollen wir machen? Sammelt Silberkreis aus der infizierten Senkel. Für eine Fliege. Ich muss zu mir hingezischt. Oh ja. 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 Silberquarz. Silberquarz, okay. Also, was wir sammeln müssen. Und dafür machen wir noch zwei andere. Oh Gott. Alles los. So viele Mann. Wir sind tot. Ja, Quatsch. Aber diese Steine halten mich auf. Ich bin noch nicht bereit. Gott, hier sind so viele Schlangen. Der geht in eine ganz andere Richtung, ey. Ja, bin so oben lang gegangen. Ich bin unten lang gegangen. Ja. Ach. Oh mein Gott, ich merkst du mal den Unterschied, ey. Einfach hier so durchmarschieren, die Gegner halten einen gar nicht auf. Ah. Okay, die beiden Dinger sind hier. Oder auch nicht, irgendwie kam da nichts raus. Mein Gott, wer schießt denn da mit dem Feuer? Wer ist das? Was damit? Da kann man die Dungeons natürlich auch machen, so getrennt, ne? Fliegen! Also ich habe ja so ein Ding gefunden noch. So ein Silbererz. Ich habe schon mehrere gefunden, du. What? Ja, hier sind mehrere hier oben. Schon jetzt der vierte oder so. Ja, waren nur drei. Oh, warte, wo bist du denn? Ich muss warten. Aua. Oh, hier drin ist Schaden. Ah. Ah. Ich bin noch nicht bereit. Aua. Wir sind überhaupt noch alles. So. Oh, da liegt was am Boden. Silberquarz. Ich folge der Spur des Weges. Bist du hingegangen? Ich folge dir. Bin ja wieder in irgendeinem Hasenloch gelandet. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang gehe. So, bei mir steht, bringe Materialien zurück zu Gerti. Da habe ich die blöde Quest gar nicht an. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Naja, Schmelztiegel der Würdigkeit. Ja. Bring die Materialien zurück zu Gerti. Haben wir jetzt schon alle? Ja, also ich habe alle. Hi. Okay, dann bring die Materialien zurück, ey. So kann man die Dungeons natürlich auch machen. Das Ausgang da. Jetzt sind wir wieder am Anfang, ja. Oh. Bei so einer Dungeon, da schaffe ich auch alleine so einen Dungeon. Da können wir die Dungeons ja immer so machen. Von Albtraum Dungeon ist natürlich eine andere Rede, ne?
Du nimmst die Leute auf der linken Seite, ich auf der rechten Seite. Alles klar. Du hast den ersten weg, den zweiten und den dritten, den wirst du ja wohl schaffen. So, aber jetzt noch mal andere. Hunger nach einem neuen Leben. Das ist auch eine Quest hier in der Trockenstäbe. Und die ist direkt hier auf der linken Seite irgendwo. Ich habe keine Wut mehr. Was seid ihr, die nächsten Football-Player? Geht weg von mir. Oh, ihr hinterlasst solche Dinger. Geht mal her. Boom. Ist schon wieder eine Höllenflut am Laufen, oder was? Ah ne, das ist was anderes. Das ist für den Baum, ne? Ja, ja. Glaube ich. Weil ich. Kann man ja mal sammeln. Nom. Mal ein Drink. Ich muss lauf einfach über die Knochen. Zerspringen in tausend Teile. Ich kann nicht von hier oben angehalten. Ja. Ich muss warten. Feuerschutz, Daniel. Ja, warte. Ich muss warten. Wo ist der denn? Das Gesicht. Schleuder nicht deine Fliegen auf mich. Ich schleuder meine Felsen auf dich. Okay, hier links ist das. Spinnen! Ah, machen wir die paar noch kaputt. Und dann gehen wir da rein. Da ist hier wieder ein anderes Ding. Ist klar. Aua, aua. Jetzt habe ich 100 von 100 von dem anderen, was? Ja, jetzt ist schon wieder ein anderes Gebiet hier. Was ist er denn? Er leuchtet. Jetzt nicht mehr. What? Ich habe nur 7 von 9 Tränken. Wie geht das denn? 11 von 11. Ach. Warum so viel Schaden? Okay, flüstern zum Schweigen. Okay. Ah! Warum so viel Schaden? Du hast immer Probleme mit den Insekten gehabt, die. Ich weiß nicht, warum die dir so viel Schaden machen. Dann würden die wahrscheinlich auch, aber ich töte die immer, bevor die in Reichweite. Oh. Hallöchen. Oh, Stärke, ne? Ja. Ja, Geschicklichkeit. Geschicklichkeit, ja. Ja, noch schöner. Wenn du Stärke kriegst, du nicht Geschicklichkeit. Ich brauche Stärke und nichts anderes. Intelligenz, pff. Damit kann ich nicht weiter zuhauen. Ja. Was haben wir hier? Müssen wir hier machen? Ach ja, müssen wir den Tee holen. Füllt das Teesieb mit Kräutern? Gibt es nur hier ein Teesieb oder was? Oh nein, der Hinterhalt. Ey. Ich glaube, die wollen nicht, dass wir ihren Tee trinken. Ihr kriegt das Rezept für unseren Kräutertee nie im Leben. Ja, der Typ ist Verschlinger, der trinkt bestimmt furchtbar viel Tee. Bestimmt so 10 Liter am Tag. Ich bin voll ruhig. Da trinkt eine ganze Badewanne voller Tee. Ja, ich bin voll Tee entspannt. So, dann gehen wir mal den Tee ab. Gehen wir nach Zaf. Gehen wir zu Farobra. Ah, gibt's hier einen Schmied, ja. Mal kurz ein paar Sachen hier. Verökern.
und erstellen oder was auch immer. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Okay, ich bin wieder leer. Okay. So, oh. Aber wenn wir die andere Quest abgeben, dann kriegen wir wieder 4 Paragon-Dinger. Hey, da bist du ja. Hier. Ich habe die Kräuter gefunden, die ihr braucht. Ihr seid zurück. Ah, endlich. Gebt mir die Kräuter. Nein, alles nur kein Tee. Gib mir nur einen Moment, um den Tee aufzugießen. Hier. Oyun, wie fühlt ihr euch? Was? Oh. Besser, glaube ich. Ja. Oh, Solaya. Du bist nicht du, wenn du nicht, wenn du durstig bist. Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist. Da war ein Geruch und dann dieser Ort. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich habe nie erwartet, dass es euch gut geht, bei allem, was ihr durchgemacht habt. Trinkt jetzt euren Tee. Ruht euch aus. Sie scheint sich zu beruhigen. Fürs Erste. Sobald sie stabiler ist, kann ich selbst gehen und mehr Kräuter. Ich finde die Quest so lustig. Danke. Na ja, sammelt ein paar Haare und ein paar Knochen für mich, damit wir dieses Ritual durchführen können. Ah, bringt mir ein bisschen Tee. Könntet ihr sie mitnehmen? Bitte. Bringt sie weit weg. Was, wenn wir Lilith einfach nur eine Tasse Kamillentee angeboten hätten? Wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht zu Problemen gekommen. Hier ist ein Tagebuch. Gestillt zu werden. Ich habe versucht, mich zu weigern. Aber sie bieten uns nur Menschenfleisch an. In diesen Momenten klammere ich mich an die Hoffnung, dass wenigstens Solaya sich retten konnte. Aber ich seht. Tagebuch. Zum Lauschen. So, dann machen wir noch der. Dann können wir ja wieder ein paar Albtraum-Dungeons machen. Ich meine, bringt die Materialien zum Gerti, was auch immer. Geht da ein, gibt die Quest ab. Dann können wir uns ja mal versuchen. Ach ne, Final-Dungeon müssen wir auch noch machen. Ja, machen wir erstmal die Albtraum-Dungeon. Hallöchen, das ist mein Stamm hier gerade. Ja, Banner des Barbaren-Clans, das Ochsensymbol. Hey, meine ja, Brüder. Ah ja, wir sind hier genau wieder. Ja. Mein Gott, die Quest, die haben wir ja schon vor Jahren angenommen. Ja. Die Ahnen haben euch gut geleitet. Auch wenn die Axt eine neue Form bekommt. Ja, jetzt nicht wortwörtlich Jahre, aber. Aber zum Staubfang ist sie zu schade. Warum haut ihr mit dem Hammer auf den Griff von der Axt? Zu schmecken, geführt von entschlossenen, würdigen. Ich bin mir ziemlich sicher, so funktioniert Schmieden nicht. Wenn ihr die Triune noch einmal seht, Schmiedearbeiter. Die Ochsen ergeben sich nicht. Wartet, ich muss den Griff noch anpassen. Boah. Level up. Die Axt ist kacke. Oh, aber ich krieg ein neues Design dafür. Cool, gut gemacht. Die Axt ist kacke. Oh, neues Design. Boom. Ich habe direkt vor ihr. Ah, das war ja undankbar. Ich habe wortwörtlich vor ihren Augen gerade die Axt auseinandergenommen. Für Material. Hey, danke für die Axt. Die hat es voll in sich gehabt. Die habe ich hier. Ich kann die Axt nicht benutzen. Ja, war eine goldene, was soll ich damit?
Boah, 5 Punkte fehlen uns. Willst du mich auf den Arm nehmen? Boah. So, oh Gott, wo will ich denn jetzt hier hin auf dem Ding? Noch mal haben, Daniel. Nein, ja. Nein, doch, nein. Und dazu direkt vor der Schmiedin so, nein, ich will diese Axt nicht. Ah. Widerspruch in deiner Stimme, nein, nein. Wie so ein Baby, das nicht die Flasche haben will, nein. Das war gut. Ich lass die einfach hier auf der Straße liegen. Ich nehm schon irgendeinen Obdachloser mit dich.